Hi, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Da sind die Jungs. Der hat einen wunderschönen Namen. Heißt genauso wie ich, René. Und da haben wir den. Nick. So, Freunde der Nacht, guck mal. Ist jetzt hier schon einmal komplett gespachtelt und René baut jetzt hier gerade einmal um. Was genau machst du da? Wir setzen jetzt hier unten noch einen Radius drunter, einen der Radien, damit wir hier für die kleinen Stücken, die hinterher mit reinkommen, dass wir dann mehr Fläche haben, um den dann hier unten festzumachen. Damit die kleinen Stücken, wenn sie gespachtelt sind, nicht mehr rauskommen. Und dann sollte das auch funktionieren. Genau, dafür hast du jetzt einmal hier dieses Stück, was da jetzt quasi gerade noch offen ist, zwischen der Rundung genau. Weggeschnitten. Ne? Ja gut, das genau richtig. Einmal das hier rausgenommen. Dass wir da dann auch wieder eine gleiche Höhe haben quasi. Genau, so, das passt dann. Dann können wir hier unten die kleinen Stücken mit reinarbeiten. Genau, ja, das wird nochmal ein richtiges Gefummel, ne? Ganz genau, aber das wird schon. Mittlerweile ist schon nach 22 Uhr und kalt geworden. Ich habe meine, das war eine H&R-Jacke, aber ich fühle mich immer wie so ein TÜV-Prüfer mit dem Ding, weil es schon ein bisschen frisch geworden ist und wir die Heizung noch nicht anhaben hier. Wir haben jetzt zweimal schon rüber gespachtelt über alles. Das sieht so aus. Könnt ihr wahrscheinlich gar nicht so gut sehen. Ja, und was würdest du sagen? Ist okay, ne? Ja, im besten Fall können wir morgen schon anfangen zu schleifen. Genau, schleifen und dann aber auf jeden Fall auch nochmal wieder rüber gehen mit Spachtel, ne? Ja, also gerade die breiteren Fugen, die wir jetzt hier überall haben, versuchen wir dann einfach nochmal zu, ja, für alles, was dann noch reingedrückt werden muss, drücken wir dann da rein und versuchen das dann über zu schleifen. Genau. Hier hat René jetzt noch einmal hier noch mal eine rangelegt, weil hier werden ja so Pizzastücke gebaut, ne? Habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Und damit du dann, wenn ich sage schießen, dann meine ich hier diese, ja, mit was schießt man das? Was ist das? So Nägel, ne? Ja, so Klammern sind das, ne? Mit so einer Pistole. Genau, so welche Dinger sind das, die werden da reingeschossen quasi. Und dafür brauchen wir halt Auflagefläche, das werden wir dann die MDF-Platten hier in diesen Pizzastücken, das wir deswegen hier zweimal, da auch zweimal. Und hier hat er nochmal alles wieder umgebaut. Die Seite ist ja jetzt schon geschossen und dass hier aber wieder noch Auflagefläche kommt zum Schießen. Wir sind heute bei Tag 8. Ja, so wann haben wir angefangen? Viertel nach 5 ungefähr. Ja, wobei, Viertel nach 5 bin ich erst angekommen. Ja, wir haben ein bisschen auf jeden Fall wieder geschafft. Das ist schon extrem, extrem gut. Ich versuche das jetzt immer so ein bisschen mitzunehmen. Für euch geht es gleich weiter, für uns erst morgen. Ja, ich fahre morgen früh los und hole Farbe und wichtig ist dann die Streifenbreite, dass wir hier so weit streichbar Guten Tag. Bekommen. Wir sind mittlerweile bei Tag 10. 11, glaube ich. Nee, 10. 10? Heute müsste Tag 10 sein. Es hat sich schon wieder ein bisschen was getan. Die Jungs haben weitergemacht. Ich musste zwischenzeitlich noch ein paar viele Sachen erledigen. Wie ihr hier seht, sind hier überall schon die Rundungen gelegt. René hat da die Fläche schon vollfertig gespachtelt. Vollflächig gespachtelt. Und da könnt ihr noch erkennen, das waren halt oder wurde alles mit so Pizzastücken gemacht. Genau. Nick schießt jetzt hier gerade noch den Boden durchgehend. Da bist du jetzt auch schon, da in der letzten Ecke da quasi, ne? Hier, genau. Da muss hier nur noch ein Stück rein. Und jetzt sind wir gerade, weil die Jungs sind ja, also zwar holzaffin, aber so eine Hohlkehle, auch gerade in der Größe, baust du nicht jeden Tag. Deswegen muss man sich immer wieder besprechen, mit anderen Leuten reden und so weiter und so fort. Wir sind uns jetzt nicht gerade oder nicht ganz sicher. Kommt mal mit. Ich sag, kommt mal mit. Jeder sitzt auf der Couch, nur Nelly läuft hinterher. Ja, dachte ich mir auch gerade. hier, das ist jetzt viermal, ne? Ist da jetzt viermal geschliffen?
vierte Mal und er hat jetzt schon wieder abgeschliffen. Aber du hast hier trotzdem kleine Risse. Werdet ihr wahrscheinlich auf der Kamera nicht sehen. Und Nick sagte auch gerade, es kann passieren, dass wenn das weiß gestrichen ist, dass man das halt gar nicht mehr sieht. Problem ist halt, was ist, wenn? So, deswegen, ich denke mal, am besten wäre es, wenn du das einfach weiter komplett schleifst und ich morgen die Farbe besorge und wir hier einfach dann mit Farbe durchziehen. Ja, ja, genau, genau. Ja, einfach weil probieren. Ich denke mal, dass wir heute zumindest noch so weit kommen, dass du die Platten gelegt bekommst, ne? Ja, ja. Schleifen wirst du wahrscheinlich nicht durchkommen, das weiß ich nicht. Nee, ne? Aber zumindest so ein Stück? Ja, einen ganzen Teil, dass wir auf alle Fälle schon mal eine ganze Ecke streichen können, um zu gucken, wie, wo, was die Farbe aufnimmt und so weiter und so fort und ob wir uns was anderes überlegen müssen mit dem Spachtel oder nicht. Ja. Ja, typisch Baustelle. Hier sieht es aus wie Sau. Ich habe gerade mit so einem richtig geilen super Schalldämpfergerät, Staubsauger. Jede Hausfrau wird zu Hause wahrscheinlich neidisch sein. Mhm, mit Sicherheit. Ich zeige euch das mal, wenn ich das Ding ankriege. Das Ding entschleunigt extrem, aber kannst hier halt so wirklich einfach mit spazieren gehen. Und dann ist das Ganze schön sauber, ohne dass du ja, Aufwirbelungen hast, weil wenn wir das jetzt mit dem Besen machen würden, dann würde alles in der Luft hängen und dann ist es halt wieder, soll ich Staubsaugerverkäufer werden? Nee, ne? So gut habe ich das gerade nicht erklärt, aber nein. Das Ding ist cool. Man hat wahrscheinlich die Hälfte gar nicht verstanden, ich weiß nicht, wie laut dieses Ding ist. Ja, das kann sein. Hat uns auf jeden Fall Herr Albom geliehen, wenn Sie das Video gucken. Viele Grüße, vielen Dank. Ja, wir machen erstmal ein bisschen weiter und halten euch weiter auf dem Laufenden. Diese Sequenz wurde nicht verlangsamt. Ich habe natürlich eckige Spachtel gekauft und jetzt guck mal, was den Jungs hier eingefallen ist. Tja, wir haben noch Deckel umgeschnitten. Einfach aus dem Deckel, damit sie da vernünftig in den Rundungen arbeiten können. Mega. Ja, ein bisschen Holz haben wir noch über. Das hab ich jetzt gerade nach oben gepackt für eventuelle weitere Kehlen und so weiter. Man weiß es nicht. Genau. Muss hier auf jeden Fall sauber gemacht werden. Bibi, im letzten Video hat jemand gefragt, ob du schwanger bist. Woran liegt denn das? Ich bin fett und nicht schwanger. Genau, das war das, was ich hören wollte. Habt ihr das gehört, was sie gesagt hat? Ich habe gesagt, im letzten Video hat jemand kommentiert, dass sie schwanger ist oder ob derjenige sich irrt. Also er hat geschrieben, eine Minute 18, ist Nelly schwanger oder irre ich mich? Oder habe ich was an den Augen? Oder so, genau. Und jetzt hat sie gerade gesagt, nein, sie ist einfach nur fett. Nein, Spaß muss sein, sie ist nicht fett. Du bist nur rundum meine werdende Frau. Ja, genau. Leute, was soll ich sagen? Ich war gerade bei der Firma Brilux. Ich habe mit Firma 1A telefoniert und so weiter. Ich muss halt noch ein paar Sachen besorgen. Das Problem ist einfach die Farbe, der Anstrich. Ich weiß nicht so wirklich, was ich da nehmen soll. Es gibt nicht so wirklich offizielle Erfahrungsberichte darüber. Die einen sagen, nimm auf jeden Fall, was natürlich Sinn machen würde, nimm auf jeden Fall eine 2K-Beschichtung für einen Fußboden. Weil das Problem, was wir halt haben, dass wir auf den MDF-Platten, es muss ja logischerweise weiß gestrichen werden, und das wird aber belastet durch die Autos. Wenn du dann da drauf lenkst und so weiter und so fort, könnte ein bisschen schwierig werden. Gucken wir einfach mal. Ich habe nämlich jetzt einfach ganz stinknormale Farbe bei Hornbach gekauft. Ganz normale Wandfarbe, also schon im Premium-Sektor, allerdings trotzdem immer noch ganz normale Wandfarbe. Müssen wir mal gucken. Ich will es erstmal versuchen, günstig zu bleiben. Ich habe jetzt 350 € für die Farbe bezahlt ungefähr. Wenn das nicht funktioniert, ist das
nicht so schlimm, also es ist dann auch blöd, aber es ist dann nicht so schlimm, wie als wenn ich jetzt 2.500 Euro für Farbe ausgebe und das auch nicht funktioniert. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wir haben es jetzt 15:30 Uhr, um 17 Uhr ungefähr kommt Nick schon und René kommt dann auch. Da müssen wir dann noch ein bisschen schleifen. Ich räume in der Zeit hier jetzt erstmal ein bisschen den ganzen Müll weg. Das ist nämlich noch ganz schön viel. Hier liegt alles rum. Der ganze Staub und so weiter, was hier halt ist. Also, ja, was heißt Staub, ne? Ja, seht ihr hier. Das sieht halt nämlich gerade aus wie so in so einer Tischlerei hier, logischerweise. Wo gehobelt wird, fällt Späne, oder wie war das? Genau, das muss ich jetzt alles erstmal machen mit dem Staubsauger. Der ist echt gut, also muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht. Es ist zwar wirklich langsam und es ist fast schon nervig, dass es so langsam ist, aber es funktioniert, 100%, kann man nichts gegen sagen. Mega das Ding. So, weiter geht's. 8 Uhr morgens, Samstag. Einmal das Licht anmachen. Kleiner Zwischenstand, wie weit wir jetzt schon sind. Und zwar, es ist jetzt einmal alles verspachtelt hier. Hier sind die Ecken. Hier ist schon verkleidet. Hoppala. Hier schon verkleidet. Das ist jetzt, wie gesagt, einmal alles gespachtelt. Jetzt muss man dann mal gucken, wie gut das gespachtelt ist. Ich muss jetzt gleich einmal ganz kurz noch in den Baumarkt düsen, weil wir haben ja jetzt hier. Hier ist ja jetzt diese Kante quasi und wenn dann da jeder mit seinen Autoreifen drauf fährt, dann wird die wahrscheinlich nicht so lange halten. Deswegen hole ich da jetzt nochmal extra Holz, 12 cm breit. Das wird dann noch auf 45 Grad angeschnitten, immer in 2 Meter Stücken. Und war im Baumarkt diesmal sogar günstiger als beim Großhändler, sogar um fast 100 Euro. Ja, muss halt immer so ein bisschen gucken, wo man so sein Zeug herbekommt, weil das sind zwar nur 100 Euro, die du da sparen kannst, aber wenn das du die ganze Zeit so machst, dann bist du irgendwann pleite, ne? Ja, das ist der Plan. Dann will ich gucken, ob die da eine Reibahle haben. Die Jungs haben heute keine Zeit zu helfen und ich will, weil die kommen am Montag erst wieder, da ist das Video hier aber schon online. Ich will gucken, ob ich eine Reibahle noch bekomme im Baumarkt. Da kann man sich ja sowas immer mal mieten. Und wenn ja, dann mache ich das mit der Reibahle und wenn nicht, dann alles mit so einem, muss mal gucken, wo die Dinger liegen. Ah, hier ist zum Beispiel so ein Ding. Wenn nicht, dann halt mit so einem kleinen Schleifer. Okay Leute, das ist wirklich krass. Wir haben ja die ganze Zeit, habe ich vorhin gezeigt, mit diesen Handschleifern gearbeitet. Jetzt wollte ich mir eigentlich so eine Giraffe, nennt sich dieses Ding, womit ich gerade gearbeitet habe, wollte ich mir eigentlich eine Giraffe mieten. Die hätte jetzt aber 50 Euro für 24 Stunden gekostet. Da ich erst um ja, 8:30 oder sowas da war, morgen Sonntag ist, kann ich die nicht zurückgeben, sondern erst Montag und ja, das Ding hat jetzt 147 Euro gekostet. Jetzt ist es meins für immer und ewig. Wenn ich das dann nicht mehr brauche, dann entweder schmeiße ich es bei eBay Kleinanzeigen rein oder ich pack's da oben, weil wer weiß, was wir noch so bauen hier. Ne? Und mega geil. Ich habe keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde, noch nicht mal. Und krass, das ist jetzt 80er Schleifpapier, weil ich will jetzt einmal alles halt durchschleifen. Dann gucke ich, wo noch Spachtel wieder rein muss und ja, mega. Ich bin gerade happy. Das geht vor allem, du musst halt nicht auf dem Boden krauchen, so, ne? Sondern du kannst hier einfach so, als wenn du zu Hause deinen Staubsauger benutzt. Mega cool. Für andere wahrscheinlich das Normalste der Welt. Für mich als absolut Nicht-Heimwerker und Handwerker. Geil. Ich,
Ich freue mich. Weiter geht's.